Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm trifft in der 22. und damit auch der letzten Runde der regulären Saison, kann man sagen, auswärts auf Red Bull Salzburg. Also es geht mal wieder gegen die Dosen für die Blackies. Und nach diesem Spiel findet dann auch die Punkteteilung statt und dann geht es auch schon in die Playoffs. Da trifft man zum Auftakt ja auf den WAC im ersten Spiel zu Hause. Ja, die aktuelle Situation ist ja an und für sich bei Sturm nicht so ganz angenehm, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also man hat, ohne dass ich, wie gesagt, jetzt die Situation auch dramatisieren will, aber man ist schon wieder so ein bisschen in dieser lethargischen Phase. Es erinnert mich in gewisser Weise schon auch an die letzte Saison, nicht nur der Tabellenstand, sondern eben auch generell, was das, ja, das Rundherum angeht. Also man muss schon sagen, bei Sturm, es hat eben den Eindruck für mich, ja, es gibt da schon wieder ein paar Uneinigkeiten und im Moment, ja, ist man, keine Ahnung, ich glaube, Lethargie trifft es einfach ganz gut. Ne? Man nimmt die Partien schon hin, man freut sich schon, soweit das geht, wenn man gewinnt, klarerweise. Aber ja, mit dem aktuell Gezeigten tue ich mich halt wirklich wahnsinnig schwer und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige, ja, sich da wirklich damit zu identifizieren. Also die letzten Partien, klar, die Ergebnisse sind dann doch ein bisschen besser geworden in den letzten zwei Runden, aber trotzdem, ja, sowohl das Admira-Spiel als auch die Austria-Partie, die ja grundsätzlich ganz in Ordnung irgendwo doch war, ja, hat jetzt keinen von den Hockern gerissen, obwohl man eigentlich da emotional sein müsste, weil man eben wirklich sehr spät den Ausgleich da gemacht hat und zumindest der Austria da den Todesstoß versetzen hat können, ja, tabellarisch gesehen, die Austria ja nicht im oberen Playoff da mit dabei und ja, ehrlich gesagt, muss ich sagen, rechne ich mir auch für das Salzburg-Spiel jetzt gar nicht so wahnsinnig viel aus. Man muss auch natürlich fairerweise sagen, die Partie in Salzburg ist eine, da erwartet sich generell kaum eine Mannschaft im Vorhinein was. Ich glaube sogar, dass wir gar nicht mal so schlechte Chancen haben, tatsächlich auch sogar was zu holen. Also die Frage ist halt, wie lange kannst du es verteidigen? Wenn das erste Tor für Salzburg fällt, wird es schwer. Drücken wir es mal so aus. Die Dosen waren ja auch zuletzt nicht gerade von Erfolg verwöhnt. Und die haben ja wirklich erfolgsverwöhnte Erfolgsfans in der Regel. Ja, abgesehen vom Ausscheiden in der Europa League bei Eintracht Frankfurt, da haben sie in der Liga viermal nicht gewonnen. Und ja, zuletzt gab es aber den Einzug ins Cup-Finale. Da trifft Salzburg ja auf den übermächtigen Gegner aus Lustenau mit Ex-Sturmcoach Roman Mehlich. Ja, super Finale, aber gut, seit Pasching, man weiß ja nie. Aber gut, also die Dosen sind so ein bisschen wieder in ihrer Spur drinnen, haben gegen den LASK eine ordentliche Partie im Cup gemacht und ja, verhindern auch, dass jetzt die Linzer komplett durchdrehen. Aber wie gesagt, da brauchen wir uns gar nicht viel mit beschäftigen und eigentlich muss ich ehrlich sagen, über das Spiel möchte ich an der Stelle gar nicht so viel reden. Hört sich jetzt dumm an, ist natürlich auch der Vorbericht für die Partie, aber irgendwie gibt es im Moment, finde ich, wirklich interessantere Dinge, also als jetzt das Spiel gegen Salzburg, nämlich die Sturm-Amateure, denn die spielen auch wieder, die starten in der Regionalliga Mitte, ja, die Mission Aufstieg in die zweite Liga und treffen da auf, ich glaube, Bad Gleichenberg in der ersten Runde auswärts, also in der ersten Runde der Rückrunde natürlich. Und ja, es steht ja seit ein paar Tagen fest, dass die Amateure, sollten sie aufsteigen, in Gleisdorf spielen werden. Da werde ich versuchen, euch ein Video zu verlinken. Wir waren ja im Sommer beim Testspiel in Gleisdorf dabei. Da könnt ihr euch ein Bild vom Stadion machen, vom Sportplatz. Ich finde den eigentlich sehr, sehr schön, muss ich ehrlich sagen. Also sehr gepflegt das Ganze. Klar wird das dann schwierig, wenn mehrere Teams auf einem Rasen spielen. Da können wir ein Lied davon singen in Graz. Aber trotzdem, es ist zwar schade, weil es doch ein bisschen außerhalb ist, so im Verhältnis. Also klar, Messendorf wäre fein gewesen, die Gruben wäre ein Traum gewesen, aber es ist auch irgendwo logisch, weil da einfach rundherum, glaube ich, das nicht zu bewerkstelligen ist, so infrastrukturell, dass da wirklich wieder ein richtiger Spielbetrieb stattfindet. Aber auf jeden Fall würde ich es den Amateuren gönnen. Und an der Stelle sei auch erwähnt, da ja zuletzt auch vermehrt Amateurspieler doch mehr zum Einsatz gekommen sind bei uns. Ja, ich finde prinzipiell ist es auch der richtige Weg in der Zukunft, weil man ist jetzt auch heuer wieder an einem Punkt eigentlich angelangt, wo man sieht, irgendwie kommt man nicht weiter. Man hat wieder einen neuen Trainer, wie jedes Jahr. Die Spielweise ist erneut eigentlich
Ja, eigentlich unter aller Sau, sind wir ehrlich, hat eigentlich nicht viel mit modernem Fußball oder ansprechendem Fußball zu tun. Also man versucht sich die Ergebnisse irgendwie zu erwursteln, fast genauso wie in den letzten Jahren bei den meisten Trainern. Ja, und irgendwie reicht schon langsam. Der Kader ist relativ alt, hat zwar vereinzelt Qualität, aber irgendwie passt es als Mannschaft anscheinend wieder nicht. Man hat einige Legionäre, wo man selten das Gefühl hat, die identifizieren sich jetzt hundertprozentig mit Sturm. Und natürlich können sie uns gerne eines Besseren belehren. Das Problem ist, so wahnsinnig lang ist die Saison schon wieder nicht. Und jetzt nach der dreiviertelten absolvierten Spielzeit ist halt wieder dasselbe. Also irgendwo bleibt man stecken. Man kommt nicht voran. Man ist weit davon entfernt, eine Europacup-taugliche Mannschaft auf dem Feld zu haben. Und auch das mit der ganzen Jugendförderung, das ja immer wieder auch nach außen so schön dargestellt wird, das scheint jetzt zumindest fraglich, ob das jetzt wirklich der eingeschlagene Weg ist. Ich hoffe es, es gibt ja auch Gerüchte in die Richtung, dass quasi im nächsten Jahr oder in der nächsten Saison 15 gestandene Spieler, quasi 15 Profis im Kader sind und der Rest soll mit Jungen aufgefüllt werden. Bin sehr gespannt. Natürlich könnte es dann auch gut sein. Ich glaube, man wird auf die Saison abwarten, wie das jetzt ausgeht, dass vielleicht wirklich auch der Umbruch jetzt auf uns zukommt. Einfach notgedrungen, weil irgendwo das Budget wird nicht mehr. Oder das Geld wird ja bekanntlich nicht mehr bei Sturm und könnte aber an der Stelle wirklich eine Chance sein, weil ehrlich gesagt, ich finde es jetzt nicht unbedingt so prickelnd, um den 5., 6. Platz zu spielen, sich irgendwie ins Playoff zu wursteln und dann vielleicht sogar in die Europa League Quali, wenn man im Endeffekt dann eh chancenlos ist. Also so langsam ist es immer dasselbe und ich finde, Sturm sollte schon langsam wieder mal an seiner eigenen Identität feilen und wirklich da bisschen was ausarbeiten. Das Thema, das bei Sturm anscheinend selten auch jemand hören will, die Spielphilosophie, meiner Meinung nach unabdingbar. Da muss etwas kommen in die Richtung. Man muss sich auf die nächsten Jahre vorbereiten und sich da ein bisschen drauf einstellen und auch mit der Zeit gehen. Also generell, die Transferpolitik, die sollte jetzt mal überarbeitet werden und hinterfragt werden, wirklich kritisch hinterfragt werden und bitte nicht nach Sympathien da gehen, also wer da geholt wird. Sprich, da Christoph Leitgeb, sorry, aber ohne da auf Leitgeb draufhauen zu wollen, speziell jetzt nur, aber das ist so ein typischer Transfer. Natürlich, wäre aufgegangen, hätten dann alle gesagt, ich auch wahrscheinlich, wow, super gemacht. Ist es aber nicht. Ja, und deswegen, ich finde generell, klar, ein Geierhofer, ein Tobias Koch, ein Ferg, ein Trummer, wie sie alle heißen, das ist die Zukunft, ein Winfried Amoa beispielsweise, die muss man einfach verstärkt einsetzen, es hilft nichts, weil ganz ehrlich, dann wäre es, glaube ich, auch für den Verein klüger, für die nächste Saison etwas tiefer zu stapeln, weil dieses Modell, wir müssen den maximalen Erfolg sofort generieren, natürlich ist es schwierig, ist klar, die Sponsoren haben Erwartungen, aber es funktioniert so einfach nicht. Man sieht es ja bei der Austria, die kommen jetzt langsam drauf, weil sie sich ja auch mit ihrem neuen schönen Stadion da ein bisschen übernommen haben finanziell, dass sie den Weg mit der Jugend schon eher einschlagen müssen. Da wird wahrscheinlich auch jetzt erstmal ein bisschen tiefer gestapelt werden, könnte ich mir gut vorstellen. Und bei uns wird auch kein Weg dran vorbeiführen. Ich sage ganz ehrlich, lieber nicht den Druck unter die ersten 6 kommen zu müssen für die nächste Saison auferlegen. Ja, und dafür einfach eine Mannschaft wirklich entwickeln. Also man hat so oder so definitiv zu viel Qualität, um im Abstiegskampf zu landen. Davon bin ich 100% überzeugt. Aber ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit, wenn 2, 3 der Jungen wirklich aufgehen oder vielleicht sogar explodieren, dann hat man, glaube ich, einen Mehrwert, der dem Verein Sturm Graz definitiv mehr bringt, als es jetzt der aktuelle Kader oder generell die aktuelle Mannschaft einfach im Moment auf dem Platz zeigt. Weil ja, wie gesagt, das Feuer ist im Moment auf Sparflamme, definitiv. Die Stimmung auf den Rängen ist dafür verhältnismäßig noch sehr, sehr gut, finde ich. Also da lässt man sich nichts zu Schulden kommen, aber es ist halt Woche für Woche jetzt wirklich schon ein bisschen enttäuschend. Also da wirklich, wenn ich da vor der Saison denke und wie es jetzt ist, es ist dieselbe Lethargie wie in den letzten Jahren. Und ja, schön langsam muss sich da was ändern. Also deswegen, ich bin da jetzt wirklich ein bisschen sehr abgeschweift. Kann euch da auch zur Salzburg-Partie eigentlich da keine großartigen Facts noch nennen. Da gab es ja auch mit der PK Probleme, die gab es nur in schriftlicher Form. Keine Ahnung, wer da jetzt fehlt, außer Donkor und Despotov. Bei den zweien bin ich mir ziemlich sicher, dass die auch ausfallen. Werden wir aber sehen. Es ist ja noch ein bisschen Zeit bis am Sonntag.
zur Partie. Also, ja, von dem her wünsche ich mir auf jeden Fall klarerweise erstens den Aufstieg der Amateure, da toi 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 auch von meiner Seite, dass ihr das hinkriegt und hoffentlich auch gleich einen guten Start am Samstag hinlegt, also morgen. Und ja, das nächste ist einfach, wie gesagt, von der Kampfmannschaft, von den gestandenen Profis, von den, ja, Stars ist ein schlechtes Wort dafür, aber schon, ja, von unseren Aushängeschildern, da wünscht man sich ein bisschen mehr. Also irgendwo ist es natürlich auch für die Spieler schwierig, verstehe ich, das hat auch mit dem ganzen, ja, Korsett, das der Trainer den Kickern auferlegt, zu tun, kann natürlich auch gut sein, dass El Maestro einfach wirklich nicht die Spieler im Kader aktuell hat, die er haben möchte oder die er braucht, um sein System durchzuspielen. Aber da sind wir eben wieder bei dem ganzen Thema Spielphilosophie. Denn mit einer Spielphilosophie wäre es für den Verein, denke ich, leichter, ja, vorauszuplanen und nicht immer alles hundertprozentig auf den Trainer abzumünzen oder sich immer auf den Trainer zu verlassen. Da denke ich wirklich, es wäre da wirklich an der Zeit umzudenken, denn dann sage ich, als Sturm Graz, ne? Wir heißen ja Sturm, also warum spielen wir nicht auch so? Meine persönliche Meinung, ich bin kein Fan von diesem ewigen, grottigen Defensivfußball mit diesem Ball nach vordreschen und einfach alles dem Zufall überlassen. So fühlt es sich an die meiste Zeit oder sehr, sehr oft. Ja, und deswegen, Sturm sollte an seiner eigenen Identität arbeiten. Wie wollen wir spielen die nächsten Jahre? Nach diesem, ja, nach diesen Vorgaben würde ich dann auch erstens den Kader zusammenstellen, und eben dann auch den Trainer auswählen. Und wenn der Trainer im Vorhinein eben dann nicht diesem Konzept entspricht, ja, dann passt er halt dann auch nicht zum Verein. So einfach wäre das in der Theorie. Also, von dem her, seid ihr mir sicherlich böse, dass das Video jetzt ein bisschen länger geworden ist. War ja so ein bisschen Vorbericht, spezial würde ich mal behaupten. Also zum Spiel, klar, am Sonntag. Ich wünsche mir natürlich 3 Punkte, wenn es irgendwie möglich ist, oder wenigstens ein. Tabellarisch wird es uns nicht viel helfen. Es kommt natürlich die Punkteteilung, aber ja, ich würde sagen, es geht sowieso ohnehin nur mehr drum, vor Hartberg irgendwie zu bleiben. Und ehrlich gesagt, das ist für mich auch sehr enttäuschend, dass Hartberg meiner Ansicht nach sogar den attraktiveren Fußball als wir spielt. Denn wir sind eigentlich das steirische Aushängeschild. Also allein das sollte schon zu denken geben. Und wenn ich mir da angucke, dass Clubs wie Wolfsberg oder Hartberg mit einem minimalen Budget im Verhältnis auch zu Sturm, da was sie zu leisten imstande sind, ja dann denke ich mir natürlich auch meinen Teil, warum das nicht bei uns auch möglich sein sollte. Denn das Potenzial ist ja definitiv da. Bei unserem Herzensclub. Also, von dem her, schreibt ihr mir, bevor wir das Video beenden, gerne in die Kommentare, was ihr zur Partie am Sonntag sagt. Schlagen wir die Dosen? Wird es ein Unentschieden? Wie wird die Leistung ausfallen unserer Jungs? Werden sie aufopfern, kämpfen zumindest? Ja, oder wird es wirklich wieder so eine spielerische Nudlerei? Mal gucken, aber wie gesagt, in Salzburg hängen die Trauben ohnehin hoch. Da kann man noch die ein oder andere negative, ja, Negativphase in der Partie verkraften, meiner Ansicht nach. Und ja, was sagt ihr natürlich zu den Amateuren und generell, wie soll der Weg beim SK Sturm weitergehen? Soll man da die Jugend wirklich konkret etwas mehr einbauen, ihnen einfach mehr Vertrauen schenken und nicht immer darauf warten, bis sich mal 2, 3 Spieler auf derselben Position verletzen? Oder findet ihr, okay, der jetzige Weg ist schon der richtige und ja, da fehlt es einfach nur an der Feinjustierung? Also, ich bin auf eure Meinungen da sehr gespannt. Und ja, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen natürlich, gelmer Burschen. Und bis dann. Ciao, ciao.